Also, Christian, du bist hier bei der öffentlichen Verwaltung, Staatsdiener aus Nordrhein-Westfalen und erklärst ihnen das, wie war das mit, man kommt ohne Privatheit gut aus, prima Leben ohne Privatsphäre. Ja, Post-Privacy. Post-Privacy. Also die Idee, dass Privatsphäre ein Auslaufmodell sei. Genau, und dass man prima leben kann, auch ohne sie. Ne? Ja, dass zumindest auch ein Leben ohne sie möglich wäre oder zumindest ein Leben ohne so etwas wie Datenschutz. Und dass nicht unbedingt ein gutes Leben davon abhängig ist, dass man informationsgeschützte Räume gegen alle möglichen Interessen verteidigt. Da ist ja der Staatsdiener sozusagen zerrissen erst einerseits. Ne? Einerseits hat er ja gern Daten von Bürgern oder manche haben gerne Daten von Bürgern. Wäre also eine gute Nachricht. Der Bürger sieht das nicht mehr so hin. Andere Problem natürlich, haben natürlich auch ganz stark diese Angst im Sinne von, darf ich das überhaupt tun, soll ich das tun, auch vor allem auch unsere Daten. Genau, wie sieht es auch mit der Privacy der Beamten aus, also sozusagen ihre Daten? Ja, also meiner Meinung nach sind Beamte ja Diener des Volkes und deshalb dem Volk zur Transparenz verpflichtet. Also ich würde sagen, Transparenz muss mindestens überall dort stattfinden, wo Macht wirkt. Und Macht wirkt natürlich in den Behörden. Mhm. Und deshalb habe ich wenig Verständnis für so etwas wie Amtsgeheimnis. Das würde ich auch sagen. Es ist jetzt nicht wirklich Privatsphäre naturgemäß. Ne? Im Amt würde man jetzt nicht als Privatsphäre betrachten. Naja, also aber wenn, die Leute ich jetzt, so, wenn ich jetzt einfach mit einer Videokamera irgendeinen Polizisten bei der Arbeit filme, dann fühlt er sich auch zuweilen in seiner Privatsphäre pikiert. Ja, da würde ich dann aber sagen, da ist das öffentliche Interesse gewichtiger als das Recht des Polizisten auf Privatsphäre. Naja, wenn er in Uniform ist, dafür wurden Uniformen im Grunde ja eingeführt, war ja, um zu signalisieren, ich bin jetzt nicht die Privatperson, ich bin jetzt der Mann mit der Pickelhaube. Mhm. Und als Mann mit der Pickelhaube bin ich eigentlich filmbar. Ja, aber beispielsweise wehren sich ja die Polizeigewerkschaften gegen die Kennzeichnung von Polizeibeamten. Und da gibt es dann schon offenbar leichtes Widerstreben, diese Transparenzverpflichtung der öffentlichen Funktion zuzuschreiben. Und ja, da bin ich ganz rabiat. Da finde ich, muss so viel wie möglich transparent sein und wer die Transparenz nicht erträgt, der muss dann halt diesen Job nicht machen. Sollte kein öffentliches Amt bekleiden, das heißt ja öffentliches Amt. Ja. Ja, es war. Transparenz ist ein interessanter Begriff, weil ich habe immer das Gefühl, dass da unglaublich viel durcheinander geht, wenn die Leute über Transparenz reden. Also wie definierst du Transparenz? Ja, Transparenz ist tatsächlich ein sehr schwabbeliger Begriff. Vielleicht sollte man im konkreten Fall auch konkretere Begriffe verwenden. Also beispielsweise sagen, alle Vorgänge, die Beamte vollziehen, steuerfinanziert, mit dem Gewaltmonopol im Rücken, die sollten für jeden nachprüfbar sein, die Akten sollten für jeden einsichtig sein und da sollte jeder Nachfragen stellen können. Und meines Erachtens sollten die Ämter auch die Informationen darauf kostenlos rausgeben und nicht mit irgendwelchen, verhütenden hohen Kosten belegen. Ja, genau. Und Transparenz bedeutet natürlich im weiteren Sinne vor allem Durchsichtigkeit, dass man durchblicken kann, was genau läuft da ab, wie sind die Vorgänge strukturiert und so weiter. Das heißt, beispielsweise haben wir in gewissem Maße transparente Gesetze. Jeder kann in die Gesetze reinblicken und sie lesen und nachvollziehen, ob das, was er tut, den Gesetzen entspricht oder nicht. Andererseits haben wir natürlich konkrete Amtsvorgänge, wo man das nicht kann, wo halt Akten geschützt sind, sei es, weil die Beamten auf ihrem Amtsgeheimnis pochen oder sei es auch, weil gesagt wird, diese Akten berühren die Privatsphäre anderer, privater Personen, Datenschutz und so weiter steht davor. Auch da bin ich tendenziell eher für mehr Offenheit. Ich glaube, gerade wenn es um so Dinge geht wie Geschäftsverträge oder dergleichen, kann man sich meines Erachtens nicht hinter Privatsphäre verstecken. Da bin ich dann auch so ein bisschen gegen diese amerikanische Idee, dass Unternehmen irgendwie Privatpersonen seien und deshalb irgendwie die gleichen Rechte hätten, sondern für mich sind das auch Institutionen. Natürlich, und ich kann zwar nachvollziehen, dass man das nackte Individuum, den Menschen in seiner Verletzlichkeit schützen möchte, aber Institutionen, wo sich mehrere Menschen zusammentun und sich zu Machtkonglomeraten zusammenschließen, in dem Moment ist, denke ich, der Punkt gegeben, wo man nicht mehr von dieser Verletzlichkeit ausgehen kann, sondern sagen sollte, das ist von öffentlichem Interesse, dass man da durchschauen kann, was da hinter diesen Mauern passiert. Das heißt, dann müssen wir jetzt eigentlich ja die Diskussion so trennen, dass man sagt, okay, jetzt gibt es einerseits die Öffnung der Privatsphäre für den Normalmenschen mit diesem Nacktheitsproblem, das es ja gibt. Wie auch immer, das müssen wir eigens drüber reden. Und die andere Geschichte ist zu sagen, unter dem Deckmantel von Privatsphäre
unter diesem unpassenden Verwendung des Begriffs Privatsphäre, wenn wir annehmen, dass es noch eine geben wird künftig, wenn es keine mehr gibt, haben wir das Problem eh nicht mehr, werden eben zum Beispiel geschäftliche Dinge, Stuttgart 21, weiß ich halt noch, war das Beispiel halt, dass man gesagt hat, diese ganzen Verträge, die ganzen Absprachen waren halt nicht öffentlich. Das hat ja mit Privatheit überhaupt nichts zu tun. Also wenn ich da Transparenz fordere, ist das ja demokratische, institutionelle Transparenz und nicht die Abschaffung der Privatsphäre. Aber offensichtlich wird da nicht unterschieden und wahrscheinlich gehört es zur bürgerlichen Gesellschaft dazu, wahrscheinlich, dass Privatsphäre und wirtschaftliche Interessen irgendwie in ein merkwürdiges... Also diese komische Verwechselbarkeit, wie würdest du das sehen als Ideologie? Da gibt es auch eine ideologische Logik sozusagen. Ja, also natürlich, also ja. Privatsphäre ist ja auch nicht nur dazu da, weil irgendwie Menschen irgendwie für sich einen Raum haben wollen, wo sie zufrieden mit Puppen spielen können ja. oder so, sondern ja. Privatsphäre ist natürlich ein Fundament der bürgerlichen Gesellschaft ja. und strukturiert auch den Wirtschaftsraum. Ja. Es sind Privatpersonen und Privatinteressen, mhm. die da wirtschaften und in einem ja. In bestimmten Idealen des Marktes sind es auch tatsächlich nur Individuen, die ja. miteinander Geschäfte schließen und nicht Unternehmen. Da lässt sich dann, wenn man genau hinschaut, auch nicht mehr diese Trennung sauber vollziehen zwischen denen, die Macht haben und ja. denen, die Besitz haben und denen, die mit anderen Worten ein gewisses Maß von öffentlicher Verantwortung haben und denen, die jetzt einfach nur die verletzlichen Individuen sind. Ich habe zwar total viel Verständnis für die Idee, dass man verletzliche Individuen schützen muss, aber andererseits lassen die sich eben nicht mehr so sauber trennen von Macht. Mhm. Und dass es diese Vermischungen gibt, merkt man halt in dem Moment, wo ja. halt beispielsweise Verträge nicht mehr öffentlich sind. Oder ein anderer Fall, Gerichtsakten. Da sagen wir ja auch, wir wollen durchaus, dass Leute nicht 30 Jahre nach einem Ladendiebstahl immer noch dafür mhm. verantwortlich gemacht mhm. werden müssen. Und deshalb sollte ihr Name dann auch geschwärzt werden. Das sehe ich halt nicht unbedingt so. Ich sehe die Logik dahinter, aber ich glaube auch, dass man das abwägen muss mit einem öffentlichen Interesse, was meines Erachtens sehr viel stärker wiegen muss, als das jetzt wiegt. Mhm. Und das führt natürlich zu Problemen. Das heißt, wir leben leider in einer Gesellschaft, in der Leute so ein bisschen unfähig sind, Leuten zu verzeihen oder zu akzeptieren, dass Menschen sich einfach ändern. Mhm. Und das Problem ist wahrscheinlich nicht so von heute auf morgen zu lösen, aber ich glaube, wir müssen daran arbeiten, auch damit es dann halt sehr viel leichter wird, durchzudrücken, mhm. dass solche Sachen öffentlich bleiben. Wobei es in den Medien ja eigentlich auch ganz locker funktioniert, weil stell dir vor, du bist jetzt Politiker und hattest irgendeinen peinlichen Sex-Zwischenfall, sagen wir mhm. Boris Becker-Haft, Besenkammer, so. Es kratzt ja keinen Menschen. Also ich meine, ja. da darf ja jeder... Ja, in Deutschland passiert ja auch gar nicht so viel mit Sexskandalen. War lächerlich. Aber ja. ich meine, ich will nur sagen, er darf immer noch mitmachen. Also sozusagen, mhm. er ist halt so lächerlich, wie er ist. Aber es liegt eigentlich nicht speziell an seiner Besengeschichte. Ne? Naja, in den USA... Halt auch da. Also in den USA haben Politiker von ziemlichen Ärger mit Sexskandalen. Ja. In Deutschland nicht so sehr. Ja gut, aber die wollen gewählt werden. Und da geht es mhm. darum, dass sie dann ihr eigenes Bild, das sie sozusagen offiziell entwerfen. Also ich meine, das ist ja nachvollziehbar bis zu einem gewissen Punkt, dass mhm. das nicht klappt. Das ist halt ein Pech, dann sollte ich halt auch nicht versuchen, gewählt zu werden. Das ist halt das Wesensmerkmal des Skandals, dass er... Ich darf mitspielen, ja, ja. immer noch. Und zum Beispiel diese ganzen Steuerbetrüger, also ich nehme nicht an, dass die sozial geächtet sind jetzt, die enttarnten Großen, wie ist er da, ne? Ich sag schon, der Geschäftsführer, vergessen. Genau, also der da groß als schweizerischer Naja, ist vielleicht nicht in seinem Zumwinkel, ne? Der ist vielleicht ja. in seinem Milieu nicht geächtet, aber meines Erachtens ich kann mir schon vorstellen, dass andere Leute ihn eher bereit wären zu ächten, die nicht zu seinem Milieu gehören. Gutenberg, sagen wir mal, also mhm. hat der ein fundamentales Problem, man hat schon eins, aber ich denke mal, es ist im Grunde ist die Gesellschaft durchaus bereit, gerade die Mediengesellschaft ist da relativ hart im Nehmen eigentlich. Also wenn die Leute nur sozusagen das Pokerface behalten und einfach weitermachen, ja, also man erkennt, dass es auch gar nicht so dramatisch sein muss, das Ganze. Ja, ja immer noch, die Grundfrage ist trotzdem immer noch zwischen den Mächtigen, die sich das ja auch leisten können, sowas auszusitzen und irgendwie es auch aushalten, teflonartig, und den armen, sozusagen verletzbaren Menschen, die es nicht aushalten. Das war immer noch die Frage, an der wir hängen geblieben sind. Ja, man muss halt gucken, woran das liegt, dass sie das nicht aushalten mhm. und gucken, ob man irgendwie Sicherheiten bauen kann, dass mhm. es erträglich wird. Also was haben die Leute denn konkret zu verlieren, wenn irgendwas rauskommt? Ja. Sie haben Gewalt zu befürchten, weil wir in einer intoleranten Welt leben, wo man dann halt Leute totschlägt, die, ja. was weiß ich, die falsche sexuelle Orientierung haben. Wir leben in einer Welt, in der Leute befürchten müssen, dass irgendwas rauskommt, was ihnen ihr Amt kosten kann, was notwendig ist, weil sie sonst verhungern.
Und in einer Welt, in der es einige von diesen Zwängen verringerte Maße gibt, lässt sich durchaus auch, denke ich, offener mit bestimmten Dingen umgehen. Also, es ist, also einerseits gibt's diese Tendenz, dass natürlich Offenheit bestimmte Sachen auch tolerabler macht, dass die Gesellschaft ein bisschen sich daran gewöhnt, dass es meinetwegen Homosexuelle gibt. Andererseits gibt es natürlich auch den Effekt, dass in einer Gesellschaft, in der man weniger zu befürchten hat, man sehr viel leichter auch offen umgehen kann mit den Dingen. Das heißt, das schaukelt, kann sich so idealerweise gegenseitig hochschaukeln. Und ich denke dann, daraus ziehe ich dann immer den Schluss, dass die Leute, die es sich halbwegs leisten können, offen zu sein, dass die dann auch eine gewisse soziale Verantwortung haben, offen zu sein, weil sie es dann natürlich in den Folgen auch den Leuten leichter machen, die es sich im Moment nicht leisten können. Genau, also Peter Altmaier jetzt sozusagen als konkretes Beispiel, da gab es halt dieses Coming-out, dieses Erzwungene sozusagen, also dass Leute gesagt haben, Leute, der Mann ist schwul, aber er sagt es nicht und es wurde mir zum Vorwurf gemacht von homosexuellen Aktivisten, dann würdest du sagen, ja, Peter Altmaier sollte... Ich meine, er ist ein sympathischer Mann und er geht jetzt eigentlich auch sehr entspannt damit um. Aber er hätte eigentlich die Pflicht, sozusagen sowas auch proaktiv als Post-Privacy-Haft sozusagen zu vertreten. Aber es kann auch sein, dass Peter Altmaier asexuell ist. Und das ist, also das wäre dann auch interessant, weil das wäre natürlich auch so eine marginalisierte Gruppe, die dann natürlich gleich von der Öffentlichkeit zwanghaft in eine andere Kategorie eingeordnet Frage. Wird. Ja, bei Sexualität eh immer interessante Frage, weil man immer denkt, warum ist das so eine mächtige Kategorie? Ja. Das ist ja ganz komisch, weil es gibt da alle möglichen, auch eben, genau, nicht sexuell. Aber das Interessante ist natürlich, dass tatsächlich dann in dem Fall der Skandal ist, dass Leute Peter Altmaier für schwul halten und es skandalös finden, dass er es nicht zugibt. Genau, also, das ist war ja der Punkt. Das ist schon eine ganz andere Situation. Das ist das Thema, ja. Als früher, wo halt der Skandal wäre, dass Peter Altmaier schwul sein könnte. Ja, das hat sich ja mit Westerwelle und Wovereit und so, also das war ja, oder genau, Van Beust war da noch dabei. Also das waren ja so die großen Fälle, wo es eigentlich dann auch objektiv ja niemanden gekratzt hat. Das hat denen ja eher genützt als geschadet. Ne? Ja. Also Wovereit war einfach, war da so eine, die erste Figur, wo es völlig offen war, würde ich denken. Ne? Genau, ja, interessante Frage. Es wird auch immer an Sex dann festgemacht, ganz interessant, wobei das ja eigentlich kompletter Blödsinn ist, weil es ist ja gar nicht besonders wichtig. Also irgendwie, warum ist das immer so wichtig? Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, schon sehr unterschiedlich, wo man hinschaut. Also in den USA ist das mit der sexuellen Moral sehr, sehr wichtig. Ja, genau. Während hier, also einerseits, glaube ich, geht die Gesellschaft ein bisschen entspannter damit um, aber ich habe auch den Eindruck, man berichtet auch absichtlich nicht darüber. Also, es war ja früher sogar gezielt, das war der Kodex, zu sagen, wir wissen, Willy Brandt hatte ständig irgendwelche Frauen und so. Aber wir berichten nicht darüber. Ja. Und tausend andere Sachen, weißt du, Teufel Seehofer und seine Freundin und. Also das war ja der Kodex zu sagen, das hat mit Politik nichts zu tun, das lass mal raus. Ist doch aber eigentlich gar nicht unsympathisch gewesen, oder doch? Naja, unter dieser Prämisse, es hat mit Politik nichts zu tun, kann ich schon damit leben. Womit ich nicht leben kann, ist natürlich, wenn man sagt, wir machen jetzt eine Ethik, dass bestimmte Dinge einfach nicht berichtet werden dürfen und wir Leute dann dissen, die das tun. Damit habe ich dann schon eher Probleme, weil auch wenn wir jetzt irgendwie der Meinung sind, das ist nicht relevant, es kann natürlich sein, nehmen wir mal an, ein CDU-Politiker macht irgendwie eine Anti-Schwulen-Gesetzgebung, dann denke ich, wäre schon relevant, ob er denn vielleicht schwul ist, weil es gibt quasi dieses diese Barney-Frank-Rule. Das ist ein US-amerikanischer, ich glaube, Senator oder Kongressmitglied, der der auch geoutet wurde, oder ich glaube, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob er sich selbst geoutet hat, aber jedenfalls hat er dann irgendwann gesagt, es ist legitim, republikanische Politiker die Anti-Schwulen-Gesetzgebung vorantreiben, zu outen. Also es ist eigentlich normalerweise nicht legitim, Leute zu outen gegen ihren Willen, weil das kann ihnen ja großen Ärger bereiten, aber die Leute, die halt aktiv die es als Thema machen, Politik das ist ein Unterschied. Themen, die ich sozusagen öffentlich mache oder halt zur Öffentlichen erkläre und sie so behandle, muss ich mir gefallen lassen, dass sie auf mich zurückprojiziert werden, so. Ja. Das würde man annehmen, dass das wahr ist. Ja. 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 Dann steigen wir hier aus. Puh, was sind Schlussworte? Man kann jetzt mehr Daten für alle. Daten sind toll, sind eine gemeinschaftlich nutzbare Ressource, die jeder für sich selbst nach seinen eigenen Zielen strukturieren kann. Und wenn es mehr davon im freien Umlauf gibt, dann ist das für sich genommen erstmal gut. Information wants to be free, sozusagen. Ne? Ja. Genau. Und macht's ja eh. Also wir können, was wir dazu von halten, ist im Grunde ja gar nicht so wichtig. Ja.